hatte die konföderierte Marine das Meer beherrscht. Um 1 Uhr morgens sah die Mannschaft der ramponierten Minnesota neben sich ein seltsames Gebilde in der Dunkelheit auftauchen. Längsseits der Minnesota lag ein Schiff, wie es noch kein Seemann gesehen hatte. Was da auf dem Wasser schwamm, erinnerte an eine riesige Schindel mit einer großen Käseschachtel in der Mitte. Kein Segel, kein Rad, kein Schornstein, keine Kanonen. Was mochte das sein? Die Monitor war eingetroffen. Am nächsten Morgen nahm die gewaltige Schlacht der Panzerschiffe ihren Lauf. Die nebeneinander liegenden Schiffe schossen aufeinander. Die Entfernung war so gering, dass sie 5-mal kollidierten, während die vom Rauch halbblinden Männer luden und feuerten. Nach 4,5 Stunden Schusswechsel drehte die Merrimack ab. Es sollte ihre einzige Schlacht bleiben. 2 Monate später sprengten die Konföderierten ihr Schiff in die Luft, um es beim Rückzug aus Norfolk nicht dem Feind zu überlassen. Beide Seiten machten sich daran, weitere Panzerschiffe zu bauen, während Europa besorgt und fasziniert zusah. Als die beiden Ungetüme an jenem Sonntagmorgen das Feuer eröffneten, waren alle anderen Kriegsflotten der Welt mit einem Schlag veraltet. Am 4. April begann George McClellan endlich nach Richmond vorzurücken. Mit 121.500 Mann, 14.592 Pferden und Maultieren, 1.150 Wagen, 44 Artilleriebatterien, Feldlazaretten, Pontonbrücken und tonnenweise Proviant, Zelten und Telegrafendraht. 400 Schiffe brauchten 3 Wochen, um die gesamte Armee nach Fort Monroe an die Küste Virginias zu transportieren. Die ganze Gegend ist von Soldaten übersät. Eine der besten Armeen, die auf dieser Welt je angetreten ist, bevölkert nun diese verträumten Felder und Wälder. General McClellan ist hier und befehligt die Truppen persönlich. A.M. Stewart, Pfarrer. Ich werde über euch wachen wie ein Vater über seine Kinder. Und ihr wisst, dass euer General euch von Herzen liebt. Mein Ziel ist ein Sieg mit möglichst geringen Verlusten. Im knapp 20 Meilen entfernten Yorktown warteten die Konföderierten. Sie waren zahlenmäßig stark unterlegen, dafür aber fest entschlossen, ihre Heimat zu verteidigen. Die Unionsarmee kam nur langsam voran. Angeblich trockene Straßen erwiesen sich als eine Ansammlung von Schlammlöchern. Und die Unionsoffiziere verirrten sich, da sie auf handelsübliche Landkarten angewiesen waren. Am 5. April erreichte die Vorhut Yorktown, wo die Konföderierten das Gebäude übernommen hatten, das während des Unabhängigkeitskrieges Hauptquartier von Lord Cornwallis gewesen war. Die konföderierten Truppen zählten nur 11.000 Mann, nicht mal ein Zehntel von McClellans Armee. Doch ihr Befehlshaber war John Bankett Magruder, ein imposanter Virginier. Er liebte das Laientheater und wuchs nun über sich selbst hinaus. Um bei McClellan den Eindruck einer starken Armee zu erzeugen, ließ Magruder hin und wieder aus Geschützen feuern, die in großen Abständen postiert waren. Und er ließ ein einziges Bataillon so lange hin und her marschieren, bis die Späher der Union von einer gewaltigen Truppenstärke ausgingen. Mir scheint, dass ich es mit der gesamten Armee des Feindes zu tun habe, telegrafierte McClellan an Lincoln. Wahrscheinlich nicht weniger als 100.000 Mann, vielleicht mehr. Er verlangte Verstärkung. General Joseph E. Johnston, Oberbefehlshaber der Konföderierten, konnte sein Glück kaum fassen. Jeder andere als McClellan wäre vor einem Angriff nicht zurückgeschreckt, sagte er.
Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass ein Angriff unerlässlich ist und in Ihrem eigenen Interesse. Ich habe nie in freundlicherer Absicht zu Ihnen gesprochen und ich werde Sie in allem unterstützen. Aber Sie müssen handeln. Der Präsident telegrafierte mir sehr kühl, dass ich die feindlichen Linien unverzüglich zu durchbrechen hätte. Ich hätte ihm gern geantwortet, dass er doch kommen und es selbst tun solle. George McClellan. Ich sehe keinen Sinn darin, Erdwälle aufzuhäufen, die uns vom Feind trennen. Wenn wir nicht angreifen, wird der Krieg niemals enden. Ich bin dafür, mit dem Graben aufzuhören und zu kämpfen. Doch McClellan wollte kein Risiko eingehen. Er gab sich mit der Belagerung von Yorktown zufrieden, ließ weiter Gräben ausheben. Und Unionsgeneral Phil Kearny bezeichnete seinen Oberbefehlshaber gar als Kriechpflanze. Im Norden wie im Süden war der durchschnittliche Soldat 1,70 Meter groß und wog 65 Kilogramm. Seine Chancen, im Krieg zu fallen, standen 1 zu 65. Jeder Zehnte wurde verwundet und jeder 13. starb an einer Krankheit. Das Durchschnittsalter der Soldaten betrug 25 Jahre. Das Mindestalter der Freiwilligen war 18, doch die Rekrutierungsoffiziere nahmen es damit nicht so genau. Es gab Trommler, die waren erst 9. Über 100.000 Soldaten in der Unionsarmee hatten das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet. William Black war noch keine 12, als er sich freiwillig meldete. Er bekam einen Schuss in den linken Arm und war der wohl jüngste Verwundete des Krieges. Für die gewöhnlichen Gefreiten war das Armeeleben eine Zeit der Langeweile, unterbrochen von Momenten der Todesangst. Es bedeutete zudem eine lange Trennung von Familie und Heimat. Juli 1862, Tupelo, Mississippi. Liebe Schwestern, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt, wenn ich euch sehen und ein wenig mit euch plaudern könnte, denn hier bin ich nur mit Männern zusammen und die sind doch eine recht traurige Gesellschaft. Ich hätte zu Hause mehr Spaß als irgendwo sonst. Benjamin Stubbs. Für Offiziere, die ihre Familien mit ins Feldlager nahmen, gestaltete sich das Leben etwas angenehmer. Im Südwesten hat es eine gewaltige Schlacht gegeben, die 2 Tage lang andauerte und mit wechselndem Erfolg von starken Armeen geschlagen wurde. Sie wird als eine der größten Schlachten aller Zeiten in die Geschichte eingehen. George Templeton Strong. Es war Anfang April, die Bäume wurden schon grün. Die Straßen waren nichts als gewundene Viehwege und niemand wusste, wo Norden oder Süden war. Die meisten dieser Soldaten, vor allem die der Konföderation, hatten noch nie an einer Schlacht teilgenommen. Es war eine chaotische, mörderische Prügelei. 100.000 Mann, die blindwütig aufeinander einschlugen. Während McClellan Anfang April immer noch Yorktown belagerte, hatten 42.000 Unionssoldaten unter General Ulysses S. Grant ihr Lager bei Pittsburgh Landing am Westufer des Tennessee River aufgeschlagen. Grants Einfall in Tennessee hatte diesen Staat praktisch zweigeteilt. Grant wartete nun darauf, dass Don Carlos Buells Ohio-Armee zu ihm stieß. Anschließend wollten sie mit vereinten Kräften ins Herz von Mississippi vorrücken. Doch Buell verspätete sich und im 32 Meilen entfernten Corinth in Mississippi sah der Befehlshaber der konföderierten Armee Albert Sidney Johnston keinen Grund zu warten. Noch waren beide Armeen gleich stark und er wollte angreifen, um Grants Vormarsch zu stoppen. Heute Abend werden wir unsere Pferde im Tennessee tränken, erklärte Johnston seinen Offizieren am Morgen des 6. April. Die Konföderierten näherten sich vorsichtig und leise den Unionslinien. Befehlshaber einer der Unionsdivisionen war William Tecumseh Sherman. Er hatte die Phase depressiver Niedergeschlagenheit überwunden, die ihn im Jahr zuvor sein Kommando gekostet hatte. Seine Truppen lagerten auf einem Hügel unweit einer kleinen Methodistenkirche namens Shiloh,
als das 6. Mississippi-Regiment angriff. Die Schlacht erstreckte sich über eine 3 Meilen lange Front. Die schwersten Kämpfe gab es im Zentrum, wo die Rebellen angriffen wie wild gewordene Dämonen, so ein Unionssoldat. Die Generäle verstanden ihr Handwerk genauso wenig wie die Soldaten. Sie hatten einfach nur den Willen zu kämpfen. Das Ausmaß des Blutvergießens in diesem Krieg war für alle überraschend. Auch die Hypothese der Südstaatler, ein guter konföderierter Soldat könne es mit 10 Yankee-Soldaten aufnehmen, stellte sich als Irrtum heraus. In einer Pfirsichplantage lagen die Unionssoldaten unter den blühenden Bäumen und feuerten auf die angreifenden Rebellen, während weiche, rosa Blütenblätter auf Lebende und Tote herabregneten. Am späten Vormittag hatten tausende unerfahrene Unionssoldaten genug und hörten erst auf zu laufen, als sie den Fluss erreicht hatten. Knapp 5000 Mann verschanzten sich an der Uferböschung. »Wir räumen jetzt gründlich auf«, sagte General Johnston zu seinem Stellvertreter Beauregard. »Und ich denke, wir werden sie bis zum Fluss zurückdrängen.« Grant stand mit dem Rücken zum Tennessee. Von Buells Truppen war nichts zu sehen und es gab keinen anderen Ausweg. Nur im Zentrum hielt noch eine dünne Verteidigungslinie der Union. Bauernburschen aus Illinois und Iowa, die in einem Hohlweg Deckung gesucht hatten. Ihr Kommandeur Benjamin Prentiss tat alles, um Grants Befehl, die Stellung um jeden Preis zu halten, Folge zu leisten. Die Konföderierten unternahmen ein Dutzend massiver Angriffe auf die später als Hornissennest titulierte Stellung. Die letzte Attacke führte Albert Sidney Johnston persönlich an. Danach war seine Uniform vollkommen zerfetzt. Er saß auf seinem Pferd und sagte, diesmal haben sie mich noch nicht gekriegt. Gleich darauf sahen seine Offiziere, wie er im Sattel schwankte. Jemand fragte, sind Sie verwundet, General? Und er antwortete, ja, und ich fürchte, schwer. Eine Kugel hatte die Oberschenkelarterie getroffen, sodass er verblutete. Mit einer Aderpresse hätte man ihn leicht retten können. Aber er hatte seinen Arzt zur Versorgung gefangener Unionssoldaten geschickt. Nun übernahm General Beauregard das Kommando über die Westarmee. Mittlerweile waren die Unionslinien im Zentrum zurückgewichen, aber nicht gebrochen. Die Konföderierten feuerten mit 62 Kanonen aus kürzester Distanz. Das Hornissennest explodierte in einem Hagel aus zerborstenen Bäumen und zerfetzten Männern. Um 5:30 kapitulierten Prentiss und die 2200 Überlebenden seiner Division. Sie hatten den Vorstoß der Konföderierten fast 6 Stunden lang aufgehalten. Und nun brach die Dunkelheit herein. Beauregard teilte Jefferson Davis telegrafisch mit, er habe einen vollständigen Sieg errungen. »Ich habe General Grant genau dort, wo ich ihn haben wollte«, erklärte er, »und kann ihm morgen früh den Rest geben.« Überall lagen Verwundete, die furchtbare Qualen litten. Noch verfügte keine der beiden Armeen über ein System zur medizinischen Versorgung auf dem Schlachtfeld. Hunderte von durstigen Verwundeten schleppten sich zu einem Schlammloch unweit der Pfirsichplantage, wo sie starben und das Wasser rot färbten. Es begann zu regnen und im Licht der Blitze sah man, wie sich Schweine über die Toten hermachten.